Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel und Indeed, herzlich willkommen zurück. Wir werden ab morgen, also morgen, wenn ihr das am Tag der Veröffentlichung seht, ansonsten vielleicht heute oder vorgestern oder vor 2 Jahren, den Spielbetrieb wieder aufnehmen bei uns. Es ist momentan so, dass Gastronomie, Freizeiteinrichtungen etc. pp. Wieder aufmachen dürfen, natürlich unter Auflagen, an die auch wir uns halten und die wir für sinnvoll erachten. Ja, da gibt es ein paar Einschränkungen für euch. Wir möchten euch dringend bitten, zu reservieren, wenn ihr zu uns kommen wollt. Natürlich ist, wenn Platz ist, können auch spontan Leute bei uns spielen, aber genau, mit einer Reservierung seid ihr einfach auf der sicheren Seite, weil wir die Anzahl der möglichen Gäste in unseren Räumlichkeiten massiv reduzieren müssen. Wisst ihr, ne, wegen Abstandsregeln, ja, das, wenn ich hier mache, dann huste ich dem ins Gesicht, aber den Typen da 2 Meter weiter halt nicht. Und deswegen haben wir da gewisse Abstandsregeln. Wir werden hinten im Hauptspielbereich weniger Tische, weniger Sitzplätze haben, als ihr das gewöhnt seid. Wir werden hier vorne im Laden, das seht ihr jetzt nicht im Bild, aber ihr kennt das ja, auch weniger Sitzplätze vorhalten, als das üblich ist bei uns. Deswegen, genau, wegen der reduzierten Anzahl Sitzplätze einfach, lasst eine Reservierung da. Wir würden euch bitten, Mund- und Nasenschutz zu tragen, wenn ihr bei uns spielen kommt. Wir werden euch nicht dazu zwingen, aber wir würden euch bitten, das durchzuhalten. So, was kommt noch dazu? Ja, wenn ihr reserviert, nicht wenn ihr reserviert, sondern wenn ihr kommt, dann geht bitte nicht an irgendeinen Tisch. Auch nicht, wenn da ein Schildchen drauf liegt, ist reserviert für Peter. Dann möge Peter bitte nicht an diesen Tisch gehen, sondern Peter möge sich bei uns am Tresen melden. Und wir müssen Peters Adresse und Telefonnummer notieren, ebenso den Zeitpunkt, zu dem er zu uns gekommen ist und später den Zeitpunkt, wenn Peter uns verlassen hat. Und das gilt nicht für Peter und seine Gruppe, sondern das gilt für jeden Einzelnen dieser Gruppe. Ja, das geht einfach darum, dass wir haben dieses blöde Virus hier unterwegs und die Gesundheitsämter müssen oder wollen versuchen, parallel zu den Öffnungen halt die Infektionsketten, so denn welche auftauchen, gut zu verfolgen. Und das geht halt nur, wenn man bereit ist, mitzuteilen, wann man wo war. Das machen wir selbstverständlich mit. Selbstverständlich machen wir keinen Schindluder mit euren Daten. Die werden, wie das gesetzlich verlangt ist, nach 4 Wochen von uns gelöscht. Sollte nicht, dass irgendwie zu Infektionsfällen kommen, die euch betreffen. Genau, also grundsätzlich, wir müssen eure Daten erheben. Wir erheben eure Daten und wir entfernen selbstverständlich eure Daten innerhalb des gesetzlich geforderten Zeitraumes. Gibt es sonst noch was zu beachten? Ja, ihr wollt, boah, weiß ich nicht, ihr wollt Talisman spielen. Es ist gut möglich, dass ihr Talisman nicht spielen könnt, weil wir jedes Spiel, das gespielt wird bei uns, das werden wir nach dem Spielen in Quarantäne schicken. Das heißt, wir reinigen das, wir desinfizieren da die Bestandteile und packen das für 3 Tage in Quarantäne. Das heißt, jedes Spiel, das einmal gespielt wurde, ist nur einmal da. 3 Tage später ist es dann wieder vorrätig. Bedenkt das bitte bei eurer Spielauswahl. Ebenso wichtig, wenn ihr hinten aus den Spieleregalen was spielen wollt, ja, ist das super, aber bitte, bitte, unbedingt, nehmt nicht 10 Spiele mit an den Tisch. Diese 10 Spiele müssten wir beiseite packen und desinfizieren. Und das wollen wir uns nicht antun, das ist die Arbeit, aber das wollen wir vor allem euch nicht antun, weil wenn ihr halt irgendwie dafür sorgt, dass 15 Spiele in Quarantäne sind, obwohl ihr nur 1 spielt, dann ist das halt für alle anderen Spieler super doof. Ja, deswegen einfach bitte nehmt aus dem Regal, was ihr spielen wollt, und nehmt nicht 5 Spiele aus dem Regal und diskutiert dann am Tisch drüber, was ihr davon spielen wollt. Ebenso wichtig ist, wir werden keinerlei Spiele erklären in den nächsten Tagen und Wochen. Das gehört ja üblicherweise zu unserem Service, dass wir am Tisch sind und euch Spiele erklären, aber selbstverständlich wollen wir nicht, dass unser Personal irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde an eurem Tisch, über eurem Tisch, mitten zwischen euch da Spiele erklärt, ja, Aerosole in die Luft bläst, pipapo. Das heißt, was ihr spielt, müsst ihr euch selbst beibringen, wenn ihr das nicht schon kennt. Wir können leider keinen Erklärservice anbieten und auch im Service mit den Getränken wird es ein bisschen
Einschränkungen geben. Also das ist so, dass das Personal wird nicht, wie ihr das gewohnt seid, wenn da vier Leute sitzen und spielen, sagen hier, guck mal, du willst eine Cola, du willst ein Bier, du willst Latte Macchiato, und das wird dann irgendwie von den Leuten abgestellt und die beugen sich über den Tisch drüber, sondern wir stellen einfach eure Bestellungen nur an den Rand des Tisches, und wir möchten euch bitten, wenn ihr Flaschen, Gläser, was auch immer geleert habt, die an den Rand des Tisches zu stellen, und wir holen die dann da ab und versorgen die entsprechend einfach, um, obwohl ihr bei uns seid und super willkommen seid, wir trotzdem gucken können, dass wir trotz Service möglichst Social Distancing durchführen können. Genau, das ist so grundsätzlich das, was vorherrschen wird. Unsere Öffnungszeiten haben sich geändert, pipapo. Das könnt ihr alles bei uns auf der Internetseite nachlesen. Wir packen da einen Link in sämtliche Kanäle, die zu den Corona-Updates auf unserer Homepage führt. Genau. Und ihr wisst ja, wir haben unsere Spielfläche zur Verkaufsfläche umgewidmet, ne, die letzten Wochen, weil Spielfläche war ja nicht. Das werden wir jetzt ändern, und ich werde zu diesem Zwecke einfach mal die Kamera laufen lassen, und ihr seid quasi live mit dabei, wie wir zumindest anfangen umzubauen. Genau, soweit von meiner Seite. Einfach ein kurzes Update, wie das jetzt alles so weitergeht, und euch noch viel Spaß beim Schauen des weiteren Videos. Tschüsschen! So, damit sind wir hinten fertig. Also, so fertig wir das heute machen. Morgen ist Feiertag, da machen wir dann fertig. Das heißt, wir gucken noch, wie wir die Lampen umgehängt kriegen und so weiter. Aber jetzt ist hinten erstmal durch. Nochmal mit drei Tische. Mit dem gebotenen Mindestabstand von 1,50 Meter. Also weitaus weniger voll, als ihr das so bei uns gewöhnt seid. Ne? Die Kram müssen wir wegräumen, seht ihr jetzt nicht, aber da stehen die ganzen Flohmarktsachen und so weiter. Krimi-Dinner muss wieder dahin, wo es eigentlich hingehört. Pipapo, aber so könnt ihr jetzt erstmal bei uns hinten im Café spielen den ganzen Tag, und vorne mache ich jetzt weiter. Ciao!